Ja, wo begegne ich starken Frauen im Alltag, habe ich mir gerade überlegt. An drei Stellen begegne ich diesen starken Frauen. Jedes Mal, wenn ich Gäste durch Talita führe und komme an die Wand der Direktoren der Geschichte, dann ist die linke Seite fast nur mit Frauen besetzt. Eine Ausnahme ist heute sogar unter uns ein Mann, der auch auf der linken Seite noch steht, auf der Anfangsseite. Auf der rechten Seite ist es fast nur männlich geworden. Wir warten auf die erste Schulleiterin vom Deutschen Auslandsschuldienst, die nach Talita kommt. Die zweite Seite, ich begegne starke Frauen in meinem Kollegium. Eine davon werden Sie heute kennenlernen, aber mein Kollegium ist aus etwa 80% feminin. Sehr ungewöhnlich für Schulen, für Grundschulen nicht, aber für Schulen bis zur 12. Klasse doch recht ungewöhnlich. 80% Frauen. Und die dritte starke Frau, von der hören Sie eigentlich nie, die steht auch nie hier, das ist meine eigene Frau. Und wenn Sie sich fragen, ein bisschen, die taucht ja nie auf, die Frau Wolf, was ist denn da los, ist da noch alles in Ordnung oder so irgendwie, dann darf ich sagen, ich habe mit dem Auslandsschulamt und mit dem Berliner Missionswerk einen 6-Jahres-Vertrag, mit meiner Frau aber nur Jahresverträge abgemacht. Meine Frau ist in Deutschland geblieben, weil unsere Familie noch hier Unterstützung brauchte. Und deshalb ist sie die starke Frau an meiner Seite, in meinem Rücken sozusagen, die zu jedem neuen Jahr Ja sagt, aber auch mir das ermöglicht, dass ich arbeiten darf in Talita Kumi. So viel zum Thema starke Frauen. Wie schön, dass wir heute wieder in Präsenz zusammen sind, quasi live und in Farbe. Das ist doch ganz anders, das Miteinander, wie wir es heute erleben. Ich habe mich gefreut und bin gerne nach Berlin gekommen, seit 2 Jahren nicht mehr gesehen und heute schon ganz viele Hände geschüttelt oder geboxt oder wie auch immer. Es ist schön. Ja, Freundinnen und Freunde sind ein großer Schatz. Menschen, die zu einem halten in allen Lagen. Das und vieles mehr haben wir gemeinsam gesehen und gemerkt im vergangenen Jahr. In Talita Kumi herrschte nämlich Stille. Es herrschte Stille, nicht unbedingt, dass keine Schülerinnen und Schüler mehr kamen oder wir telefonierten und zoomten fleißig. Nein, unsere Freunde aus Europa sind weggeblieben. Unser Gästehaus, einer unserer wichtigsten Einnahmequellen, war leer. Kein Gast weit und breit zu sehen. Das tat weh, dieses zu erleben. Es gab in der Tat Tage im vergangenen Jahr, da war ich völlig allein auf dem Campus, weil weit und breit kein Mensch nach Schulschluss mehr da war. Ein seltsames Gefühl. Und wie schön war es deshalb, vor kurzem die erste Delegation des BMWs zu begrüßen zu können und auch dich, lieber Wolfgang, quasi als Vorbote vieler anderen Freunde und Mitglieder des Jerusalems-Vereins. Vor kurzem wieder in Live und in Farbe in Talita erlebt, zum Anfassen quasi. Es geht aufwärts. Das sagte mir auch gerade vorgestern beim Rausfahren aus Talita Farid, unser Gästehausmanager, mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Die erste deutsche Reisegruppe kommt heute wieder in Talita an. Was für eine Freude. Es ist ein zaghafter Wiederbeginn der Reisegruppen auf unserem Campus. Ein Licht am Horizont. Es war eine große Durststrecke, die finanziell es auszuhalten galt. Sie wissen ja, etwa 1/3 unseres Budgets generieren wir aus Einnahmen des Gästehauses. Und vorgestern, als ich den Sicherheitsbeauftragten der Deutschen Botschaft aus Kairo zu Besuch hatte, sagte der zu mir nach kurzer Zeit: Herr Wolf, das ist ein Platz, wo ich auch gern mal Urlaub machen würde. Herzlich willkommen, habe ich natürlich gesagt. Ich möchte Ihnen heute von Hoffnungsfunken berichten, die es zu entdecken gilt nach 2 Jahren der Pandemie. 2 Dinge haben mich im Blick auf die Schule im letzten Jahr nachhaltig beschäftigt. Erstens das Herauskommen aus der Pandemie und zweitens
zwei Großbaustellen auf der Schule, inmitten des Schulalltags, wo gelernt wird und gelernt und gearbeitet wird. Zum Ersten, auch wir merkten, dass das Herauskommen aus der Pandemie für viele Kinder nicht einfach war. Viele Regeln des Zusammenlebens waren einfach in Vergessenheit geraten. Vieles musste neu eingeübt werden. Das gilt insbesondere für die jüngeren Jahrgänge. Regelrechte Lerndefizite gab es kaum, da ja durch Online-Lernen vieles kompensiert worden war. Und doch, gemeinsames Lernen in der Schule ist einfach unschlagbar. Da sind wir uns alle einig. Zum Zweiten, und da habe ich eine kleine Bilderstrecke für Sie mitgebracht, aufgrund einer großzügigen Unterstützung des Auswärtigen Amtes konnten wir Talita Kumi in der Krise, und da sage ich ganz bewusst, in der Krise fit machen für die Zukunft. Sie sehen und Sie kennen es hier und da, das waren die Zugänge zu Talita Kumi. In meiner ersten Woche als Schulleiter habe ich meinen Augen nicht getraut, als ich dieses Bild mit den Autos da sah und sah, wie vor dem Gästehaus so viele Autos ankamen, wegfuhren, die Kinder dazwischen huschten und alles sich in einem Riesenfeld sammelte. Und ich dachte nur als Stoßgebet ständig, bitte Herr, lass nichts geschehen. Das können Sie sich vorstellen. Unsere Zufahrten waren in die Jahre gekommen, unsere Elektroanlagen waren in die Jahre gekommen. Das hat sich verändert. Die Zufahrt ist nun übersichtlicher geworden durch ein Einbahnstraßensystem und einen sogenannten Drop-off-Point. Vor dem Gebäude sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir das haben können. Die Dieselheizung konnten wir auf billigere und umweltfreundlichere Gasheizung umstellen. Unsere gesamte Stromversorgung kommt nun durch Solarstrom. Die Kollektoren konnten wir alle auf dem Dach des Gästehauses platzieren. Haben wir da ein Bild, Simon? Ja. Und so sind sie für die meisten unsichtbar, weil sie ja auf dem Dach des Gästehauses sind und fangen trotzdem die Sonne des Nahen Ostens jeden Tag ein. 10 weitere Klassenräume konnten gebaut werden. Wenn Sie sehen, oben ist jetzt zu. Jetzt ist es, noch, wenn du nochmal zurückgehst gerade, Sie sehen oben diesen hellen Teil, der einfach angebaut worden war und uns weitere Klassenräume ermöglichte. Und außerdem eine große Schulaula und eine Kantine. Das ist die neue Kantine, die Sie sehen im Bild. Das war die alte Kantine rechts, eine, ich nenne sie gerne Sardinenbüchse, wo man sich anstellte und dann auch sein Sandwich bekam. Jetzt wird sie integriert sein in einem Komplex, wo man auch mal andere Veranstaltungen durchführen werden kann. So, und da sehen wir jetzt die Arbeiten. Es gab einen kleinen Abriss eines alten Gebäudeteils und dann wurde dieses neue eingerichtet, was wir im nächsten sehen. Und Sie sehen, das Ganze geschah während des Schulalltags. Können Sie sich vorstellen, welche Herausforderungen mir da begegnet sind. Und heute können wir nur weitergehen. Genau, da sehen wir jetzt, hat sich schon wieder ein bisschen was verändert. Die Bilder sind etwa 3 Wochen alt, also schon wieder jetzt sieht es schon wieder anders aus. Geht es noch hin? Das kann sein. Gut. Das Leben in ständigem Staub und mit hohem Geräuschpegel verlangt von allen auf dem Campus ein großes Maß an Toleranz. Des Öfteren musste ich die Gemüter von Eltern, Schülern oder Kollegen beruhigen, wenn das Fass mal wieder voll war und die Stimmung zu kippen drohte. Nun ist es absehbar. Bis Mitte Juni sind die Klassenräume fertig, ab Mitte Oktober die Aula und die Kantine. Wir planen die Einweihungsfeier etwa Ende Oktober, Anfang November. Einen herzlichen Dank allen Unterstützern, neben der deutschen Regierung, auch dem BMW, der Westfälischen Landeskirche und dem UNDP, dem United Nations Development Program. Aber Gebäude sind nur eines.
Was gab es denn an pädagogischen Neuigkeiten in der Schule? Inzwischen haben wir ein Deutschangebot von der 1. bis zur 12. Klasse. Die Deutschklassen in der Grundschule, also die Klasse 1D, Deutsch 2D, ist jetzt bei 4D angelangt und der Deutschaufbau ist abgeschlossen worden. Von Anfang an lernen Sie auf Deutsch in mehreren Fächern nun. Am Ende der 4. Klasse haben Sie fast das Niveau einer deutschen Grundschulklasse erreicht. Wenn man bedenkt, dass alle Kinder Deutsch lernen als dritte Sprache nach Arabisch und Englisch, dann neu gelernt haben. Drei Sprachen, zwei Alphabete. Das ist Schwerstarbeit. Und im kommenden Jahr wird der Aufbau abgeschlossen mit der Einführung einer deutschen Vorschulklasse im Kindergarten. Eine deutsche Erzieherin hat hier ihre Komfortzone aus einem deutschen Kindergarten im Großraum Stuttgart verlassen und möchte sich dieser Aufgabe stellen, dieses Aufbauarbeit stellen. Toll, dass es solche Menschen gibt. Ich nutze heute unser Treffen, um an Sie zu appellieren. Ich benötige noch dringend Verstärkung im Kindergarten in Form von Praktikantinnen oder Praktikanten oder Erzieherinnen im Sozialpädagogikstudium. Kennen Sie jemand? Außerdem eine Deutschkraft für die Grundschule wird noch gesucht. Was gibt es sonst noch zu berichten? Sie haben sicherlich schon mitbekommen, das Internat wurde auf Beschluss des Missionsrats geschlossen. Und dennoch wollen wir weiterhin unsere Mädchenarbeit verstärken. Ein erstes Nachmittagsangebot für Mädchen aus schwierigen sozialen Verhältnissen gibt es bereits. Hier kochen die Mädchen gemeinsam an einigen Tagen, machen Hausaufgaben, Spiele oder auch kleinere Ausflüge. Hier habe ich Sie gerade erwischt beim Durchhuschen. Haben Sie mir alle mal kurz zugewunken. Das ist die Tür zu unserem Gästehaus. Diese sind die ersten Mädchen in diesem Programm, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und die trotzdem von uns jetzt oder gerade deshalb von uns betreut werden. Wir möchten dieses Angebot auch ausweiten in den kommenden Jahren. Ein Mädchenfonds soll dabei helfen. Unser Community College, welches bisher einen Hotelabschluss ermöglichte, erweitern wir um einen weiteren Abschluss in nachhaltige Landwirtschaft. Einem noch ganz jungen, jedoch zukunftsträchtigen Erwerbszweig in Palästina. Realisiert werden konnte das Ganze durch eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Canadian Relief Fund in Zusammenarbeit mit dem Lutherischen Weltbund. Auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Unsere Volontäre bildeten in diesem Jahr wieder ein tolles Team. Durch Corona gebeutelt, auf und ab, Höhen und Tiefen haben wir erlebt. Und nun sind wir auf der Zielgerade mit diesem Jahrgang angelangt. Eigentlich schade. Jetzt sind wir so gerade zusammengewachsen. Und schon macht sich ein neuer Jahrgang wieder bereit. Die Brass for Peace-Arbeit hat durch Fanny und Madita ganz besonderen Aufschwung erhalten. Sobald man sie angefragt hat, sagten sie sofort begeistert ja und fragten schon nach weiteren Aufführungsmöglichkeiten. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Noch immer warten wir gespannt, jedoch mit guter Hoffnung auf den Ausgang des Gerichtsverfahrens zur Klärung der Eigentumsfrage des Geländes. Für uns eine ganz wichtige, aber hoffentlich bald doch auch gut zu führende Entscheidung. Am 7. Mai, also in 6 Tagen, treffen sich 250 Schülerinnen und Schüler von Talita sowie anderen lutherischen und staatlichen Schulen zu einem Songwettbewerb Talita Idol, dein Klassensong gewinnt. Sprache und Musik, das bleibt auch weiterhin ein Markenzeichen von Talita Kumi. Schauen Sie auf unserer Homepage oder auf den Facebook-Seiten, wir berichten darüber. Jeden Samstag wird derzeit fleißig geprobt für unsere deutsch-palästinensische Kinderoper, die extra für Talita Kumi komponiert wurde und im Dezember 2022 nach zweimaliger Verschiebung in Bethlehem zur Uraufführung gelangen soll.
Im Anschluss danach planen wir eine Deutschland-Tournee mit Stationen in Altensteig. Wissen Sie, wo das liegt? Auch weit weg von hier, im Schwarzwald. In Kaiserswerth, kennen Sie das? Und in Berlin. Vielleicht sogar auf dieser Bühne oder dieses andere Gebäude, was ich noch kennenlernen muss heute, möchten wir gerne das Wagnis dieser Tournee mit unseren Schülerinnen und Schülern wagen und den deutschen Partnern. Für dieses Wagnis brauchen wir noch Sponsoren. Jedoch, wenn ich sehe, wie die Kinder jede Woche dort üben, dann macht es mir Spaß, Gelder zu besorgen. Natürlich können Sie sich vorstellen, für einen Palästinenser ist die Zeit von Januar bis Dezember eine sehr lange Zeit. Und da muss die Motivation aufrechterhalten bleiben, was gar nicht so lang ist für einen 13-jährigen palästinensischen Jungen oder Mädchen. Deshalb arbeite ich mit Sekundärmotivationen. Beispielsweise gebe ich denen jetzt vor jeder Probe eine kleine Pizza aus oder so, ja, oder mit einem Getränk. Oder ich verspreche ihnen ein Chorwochenende in Jericho. Ja. All das muss finanziert werden, aber wir hoffen, dass das alles gut zu guten Ergebnissen führt nachher. Man muss manchmal eben sekundär motiviert werden, das geht uns ja alles so. Ich hoffe sehr, dass wir das Projekt stattfinden lassen können. Es hat auch große Aufmerksamkeit beim Auswärtigen Amt, für große Aufmerksamkeit beim Auswärtigen Amt gesorgt. Hoffentlich auch nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch ein bisschen mehr als das. Zwei Schüleraustausche mit Bielefeld und Hamburg-Finkenwerder, einen Lehrerworkshop mit der Evangelischen Schule Berlin-Frohnau sowie der Besuch einer Schülergruppe aus Frohnau in Talita Kumi im Herbst und unser trilateraler Schüleraustausch mit Talita Kumi, einer Schülergruppe aus der Nähe von Tel Aviv und Schülern aus Emmendingen gehen in diesem Jahr wieder an den Start. Das ist schön, dass wir wieder auch da weitermachen können. 26 Schülerinnen und Schüler werden im Anschluss an den Austausch in ein Praktikum machen in Deutschland mit Schwerpunkt in diesem Jahr Mitteldeutschland, Halle, Leipzig, wo ein rüstiger Rentner viel Herzblut in die Vermittlung und Unterbringung der Jugendlichen schickt. Das brauchen wir, steckt. Das brauchen wir auch, diese rüstigen Rentner, die Menschen mit Zeit, Energie und Kreativität. Zwei Kolleginnen oder Kollegen darf ich zum Sprachkurs an die Uni Freiburg schicken wieder. Ein besonderes Vorrecht. Und für 2023 ist etwas ganz Neues in Planung. Das Diakonissenkrankenhaus in Speyer hat für unsere palästinensischen Schülerinnen mit Deutschkenntnissen, also diejenigen, die nicht das Abitur anstreben, also diejenigen aus dem sogenannten Tauji-Zweig, eine Ausbildungsinitiative als Kranken- und Altenpfleger angeboten, wenn sie denn die B1, den B1-Level haben in Deutsch. Eine Jobgarantie sollte darin enthalten sein. Das sind doch Perspektiven für junge Palästinenserinnen oder Palästinenser. Dieses Angebot erreichte mich übrigens in Verbindung zum Jerusalemsverein. Ja, so können Netzwerke hilfreich sein. Ich danke Ihnen und euch ganz herzlich. Da wir ja immer noch auf einer Baustelle sind, möchte ich schließen mit einem Liedvers, den ich als Jugendlicher in meinem Zivildienst immer gesungen habe, als wir zur Baustelle marschiert sind. Er stammt von Graf von Zinzendorf. Wir wollen uns gerne wagen, in diesen Tagen der Mühen abzusagen, die's tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen. Anmerkung des Redners, manchmal ist es das Kirchenamt, manchmal das Schulamt. Nicht an dem Amt verzagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. In diesem Sinne grüße ich Sie alle ganz herzlich. Vielen Dank.